Hallo, ich bin Sophia vom Kanal Sophia Beauty Café und heute werde ich für euch ein paar Fragen beantworten. Say what? Folgst du eher deinem Kopf oder deinem Gefühl? Ich muss ehrlich sagen, dass ich super oft meinem Kopf leider folge. Da muss ich leider dazu sagen, denn ich bin ein sehr rationaler Mensch und ich folge meistens meiner Vernunft. Hast du Haustiere? Wie heißen sie? Ich habe zwei Haustiere und zwar habe ich zwei Meerschweinchen. Das eine heißt Mojito und das weiße wollte ich daraufhin Bacardi nennen. Aber meine Mutter hat gesagt, nein, sie wollte unbedingt, dass es Theodor heißt. Also ist nichts aus Mojito und Bacardi geworden. Was ist dein Traumjob? Ich muss ehrlich sagen, momentan läuft es schon mal in die Richtung Traumjob, weil ich persönlich wollte immer selbstständig werden, unabhängig davon, ob ich jetzt wegen Modedesigner werde oder sonst irgendwas. Eigentlich wollte ich selbstständig werden und meine eigene Chefin sein und momentan sieht es ziemlich gut aus. Was machst du lieber, Geld sparen oder Geld ausgeben? Geld sparen, da sind wir wieder beim Kopfverstand, weil ich denke, es ist einfach viel zu oft mit dem Kopf und da denke ich mir so, ah, das könnte ich jetzt mal sparen, aber irgendwie denke ich mir auch, wenn ich jetzt an dem Moment denke, wo ich es nicht mehr ausgeben kann, dann wäre es ziemlich ärgerlich. Was ist dein Sternzeichen? Mein Sternzeichen ist Löwe. Ja, ab und zu ein bisschen zu dominant. In den falschen Momenten dann eindeutig zu stur. Wenn du für einen Tag eine beliebige Haarfarbe haben könntest, welche wäre das? Das wäre eindeutig blond. Ich will das komplette Gegenteil einfach einmal haben. Klar, bunte Haare, ich hatte schon mal bunte Haare, aber irgendwie, ich glaube, jeder will immer das Gegenteil haben und ich würde einfach gerne mal wissen, wie es an mir aussieht. Und ich glaube, es würde zwar nicht total gut aussehen, platinblond, aber testen kann man es ja mal. Welchen Song hörst du einfach nur gerne? Sing mal vor. Oh, das ist total schwer. Was könnte ich denn vorsingen? Ich glaube, da kenne ich was. Also eigentlich ist es nicht gerne, aber das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Deswegen muss ich das jetzt singen. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Wie ihr merkt, komplett falscher Song, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Duschen oder baden? Ich liebe Baden, ja, aber ich habe einfach keine Badewanne zu Hause und das stört mich total, weil kennt ihr das, wenn man so durch Lasch geht oder egal wo irgendwelche Badekugeln sieht, man hat immer Lust zu baden, aber so als Student hat man meistens keine Badewanne zu Hause. Sehr interessante Fragen, ich hoffe, ich habe sie einigermaßen okay für euch beantwortet und tschüss.